So, dann kommen wir bitte einmal zum PD. Jetzt geht's los hier. So. Ja, fängt ja schon gut an. Aus dem Weg. Ach, scheiße. Chat ist jetzt vielleicht nicht so praktisch, dass ich zwei Sterne habe, ne? Das ist natürlich jetzt nicht so geil. So eine Scheiße. Ich rufe ihn mal eben an. Das ist jetzt richtig Kacke. Ach du Scheiße. Irrenanstalt? Hörst du mich? Ja. Wir haben ein Hör Problem, ich. glaube ich. Warum? Ja, wie soll ich dir das sagen? Ich habe, ich glaube, man sucht nach mir auch ein bisschen. Sagen wir mal so. Könnte das ein Problem werden? Nee, schwierig, aber. Ist mir aufgefallen. Ja. Ja, das habe ich und ja, ich habe auch ein bisschen Farbe im Gesicht, ne? Wieso hast du Farbe im Gesicht? Ja, ich bin beim Tätowierer, ist er mit der Nadel abgerutscht. Ach, Digga, dein Ernst? Ist jetzt schwierig, Also, ne? das, ja, das aus dem Gesicht musst du unbedingt wegmachen. Und über das andere kümmere ich mich. Ja, Chat. Ja, ich habe so ein bisschen Gesichtstattoo. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Müssen wir jetzt mal ein Farbe vom Gesicht da machen. Scheiße. Da habe ich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, ja. Hat mir so gut gefallen, aber. Kann man natürlich jetzt nicht so optimal beim Police-Department mit anfangen, ne? Kann das sein, dass Sie mein Auto jetzt mit Blut beschmutzt haben, Sie Unhold? Meinen Sie mich? Ja. Nö, das ist sauber. Ich war gerade auch noch in der Waschanlage. Besser ist. Besser ist, ne? Nicht, dass da irgendeine Scheiße auf meinem Auto klebt. Nein, Das nein, nein, auf wäre keinen nichts. Fall. Sehr Ich fahre gut. auch alles hier mit Richtlinie und hier rote Ampel und so. Ja, rote Ampel gilt hier nicht. Scheißegal. Ja, Scheiß das drauf. ist. Ja, umso schneller, umso besser. Wunderbar. Heilige Scheiße. Das hätte ich mir ja auch mal vorher überlegen müssen, Chat, ne? Dass ich, natürlich jetzt mit so einer Kreide im Gesicht, das funktioniert nicht, ne? Du hast noch zwei Sitzungen, um das zu. Boah, was kostet das? Junge! Jetzt haben wir ein Problem. Man darf natürlich auch nicht jeden Tag zum Tätowierer, ne? Manchmal muss man auch ein bisschen verheilen lassen. Das ist jetzt unser Problem. Ja, jetzt geht's los. Guten Tag. So, also, für dich als Info, ich habe das jetzt soweit geklärt, du hast gerade jemanden umgefahren, Ja. ja, der ist aber leider abgehauen, du bist ihn jetzt Stimmt. gerade am Suchen, du gehst jetzt bitte zu irgendeinem Passanten, den du findest, Ja. drückst dem, was weiß ich, 50.000 Dollar in die Hand und sagst dem, der soll gleich bei mir aussagen, dass du ihn umgefahren hast aus Versehen und dass es keine Absicht war und dann entferne ich dir die Wounds. Ah Das ist ja. jetzt deine Mission. Geil, weil ich habe das Problem auch, dass der Tätowierer nur einen Termin am Tag wohl annimmt und sagt, in einer Stunde kann ich nochmal wiederkommen. Digga, was bist du eigentlich für das? Er hat gesagt immer, ich brauche drei Sitzungen, sonst geht das nicht weg. Hast du heute schon Tattoos entfernen lassen oder was? Nee, jetzt gerade eins, und das Ding braucht aber wohl drei Sitzungen. Wie viel hast du denn ins Gesicht geklatscht, Das Alter? ist voll. Ja. Das muss weg, das ganz große, alles andere ist egal, weil das ist nämlich ein Tattoo, das haben nur Leute, die Autos klauen. Ja, das. Das Problem ist jetzt, ich habe jetzt da eins. Kann ich zum anderen fahren? Meinst du, der nimmt mich noch an? Nee, nee, ich glaube Ja, dann nicht. muss ich jetzt wohl ein bisschen warten, ne? Ganz ehrlich, da kommen wir zu dir und knasten dich ein, ist mir egal. Du bist jetzt Nein, nein, festgenommen, ne? nein, das machst du nicht. Du Ich bist hau jetzt, ab. gut. Ich hau jetzt ab. Das lasse ich mir nicht bieten. Gut. Ja, wir suchen dich. Das schafft ihr. Shit, scheiße. Karre ist zu. Wir müssen abhauen. Wir sind komplett am Arsch. Herr Manta, ich will Sie übrigens nur darüber in Kenntnis setzen, dass ich Sie orten kann, ne? Wie geht das denn? Tatsächlich, weil Sie aktuell mit zu Wanted gesucht werden, kann ich Sie über mein PDL orten. Ja, ich glaube, das ist ein Fehler in der Datei. Also Ihr Computer muss mal geupdatet werden, glaube ich. Scheiße! Wie könnt ihr mich schon so schnell verraten? Ja, mit deinem hässlichen Tattoo in der Fresse selber schuld, Der hat mir Alter. ein Angebot gemacht, der hat gesagt, ich wäre direkt Commander. Der hat mir direkt zwei Sterne dazu gegeben. Ich weiß nicht warum. Ist das so ein Abzeichen? Hast du die zwei Sterne beim Tätowierer bekommen oder was? Ja, ich glaube schon. Ah, krass, Alter, das ist echt schlimm. Ja, aber das heißt ja, in der Stunde kann ich ja, ne? Bin ich frei, wie ein Vogel. Ja, komm Und mal zu, das Video an. er ist irgendwo am Flughafen, bin ich gerade auf dem Weg hin. Chat, wir schaffen das. Nein, Mann! So, Jungs. Auf Ja? Nimmerwiedersehen. Was hast du vor? Das sag ich nicht. Digga, der ist hier gerade im Flugzeug weggeflogen. Dreh mal um wieder. Hallo?
Ey, wo hast du ein Flugzeug her, Alter? Oh, mein Fahndungslevel sinkt. Halbe Stunde. Schön. Komm mal her, mein Schatz. Geht nicht, ich muss fliegen. Ich habe einen Auftrag. Ich muss jetzt die... Jetzt lande wieder. Ich muss die 20er Nuggets wegbringen, die werden kalt. Digga, du willst, dass die Fahndungslevel weg sind. Jetzt lande wieder bei mir. Was, wenn nicht? Dann schieße ich dich da runter, ganz einfach. Aber warum? Ich habe nichts gemacht. Ich habe doch nur Farbe im Gesicht. Nur eine Bier getrunken. Möchtest du mir ja nicht verscherzen. Schon zu spät, Mann. Zu spät? Ich starte durch. Nein, nein, nein! Ah, jawoll! Tschüss! Ihr Verräter! Jetzt komm her. Das war nicht freundlich, sag bitte. Komm her, bitte. Bitte. Bist du dir sicher? Ja, komm, bitte, bitte. Ich überleg's mir nochmal. Ups. So, der Herr ist sinnvorläufig festgenommen. Aber warum? Ich hab nichts gemacht. Assault Rifle, Pistole 50, ein Fahrzeugscanner. Was hast du hier gemacht, Alter? Ich hab nichts gemacht. Das war alles in so einem Rucksack, den mir jemand geschenkt hat. So, dann erzählen Sie mal. Es ist wirklich toll, dass Sie mich in ein Polizeiauto vorne mitnehmen. Also da muss ich ihn ja wirklich lassen. Ist tatsächlich aus Selbstschutz für den Beifahrer, wenn er doch da wäre, weil vorne können Sie tatsächlich leichter rausgeschossen werden. Aber das ist aber ein schönes Hotel hier. So, Herr Manta. Sind Sie das überhaupt? Ich nehme mir mal die Maske ab, ja? Wenn ich Nein sage, habt ihr eigentlich schon mal jemanden so einen satten Start hinlegen sehen hier? Also ich glaube, schlimmer kann es einem jetzt noch nicht passieren, ne? Am besten wäre jetzt noch, wenn die ganze Kohle weg wäre. Das wäre ein Träumchen. Also du wirst heute auf gar keinen Fall eingestellt, das kann ich dir sagen. Bisschen schwierig. Ja. Hallo. Ey, da bin ich einmal weg und dann passiert sowas. Guten Tag. Nicht wundern, das ist eigentlich unser Praktikant für heute, aber der hat sich ein bisschen im Kindergarten angemalt und deswegen werde ich ihn nicht im PD einstellen. Heute. Der hat sich leider das Gesicht bemalt, weil er einfach dumm ist. Es war ein Angebot, ich konnte nicht ausschlagen. War das schon ein Angebot, oder wie? Ja, gab auch Punkte drauf. Ja, habt ihr irgendeine Möglichkeit, wie man das schneller wegkriegt, das Gesichtstattoo? Nein. Wir haben alle die gleichen Schuhe an, das ist nicht gut. Das stimmt. Wir sehen aus wie die Backstreet Boys. Backstreet's back, alright.